So, hallo und herzlich willkommen zu Tag 2 hier bei The Forest. Mein Name ist Captain Bam, dies ist der Spielemagazin-Channel und die Nacht ist vorüber, der Regen ist geblieben. Ich find's nicht so geil und ich habe schon wieder Hunger, Durst, das komplette Programm. Also, erstmal Wurst zum Trinken. Und dann, tja, ich habe jetzt ja nichts anderes außer ein Snaggy-Snack. Oder? Wie ist das mit den Vögeln? Kann ich die... Scheinbar nicht. Oh, eine Feder. Okay, alles klar. Ich habe schon verstanden. Das ist ein Stein. So. Ich brauche was zum Essen. Da läuft auch was zum Essen. Ich bin eindeutig zu langsam. Komm her, du. Ja. Bam. So. Das ist zwar ziemlich brutal, aber so geht's halt in der Wildnis zu, Leute. Was soll ich sagen? Mal gucken. Da. Kleines Fleisch. Na, immerhin. Ein Schnitzel, die. So. Na, der Tag hätte schlechter beginnen können. Vögel, ich habe so viele Vögel. Kann man die essen? Neues Tier entdeckt. Ah, das ist dann auch wahrscheinlich er hier. Warum kann ich das nicht essen? Boah. Und noch eine Feder. Ich habe noch keine Ahnung, was ich mit dem ganzen Zubehör alles machen soll, aber man kann sich hier offensichtlich irgendwie so verschiedene Dinge craften. Und ich muss mir das mal angucken bei Gelegenheit. So, ein bisschen was habe ich gegessen. Nicht schlecht. So, ja. Was nun? Ich glaube, ich könnte mal gucken, was man sich noch so bauen kann. Okay, also Lager haben wir schon. Man könnte natürlich auch ein bisschen größer. 82 Baumstämme. Heiliges Blechle. Ja, wenn ich die Blockhütte gebaut habe, dann ist ja von dem Wald nichts mehr übrig hier. Dann heißt das Spiel nicht mehr The Forest, sondern The Blockhütte. Kleine Blockhütte. Was haben wir hier? Ein Hasenkäfig. Garten. Wassersammler. Das wäre natürlich gut. Was? Das ist ein Schildkrötenpanzer. Habe ich nicht. Trockengestell. Zum Trocknen von Essen. Füßen. So wie die Kannibalen. Okay, mal weiter gucken. Stocklager bauen, da, Steinlager. Okay, was haben wir hier noch? Ah, da kann man also durchschalten. Okay, Waffenhalter, Sprengstofflager. Kleiner Schrank, großer Schrank. Felllager, Rüstungsgestell, Knochenkorb, Pfeilkorb. Oh ja, hier kann man richtig schön bauen. Felswand, Baumhaus. Ja, da steht mir ja einiges bevor hier. Signalflagge. Okay. Baumharz sammeln. Zwei Stücke. Seilrutsche. Holzbank. Ein paar Erklärungen wären auch ganz gut, ne? Brauche ich das oder ist das alles nur so dekorativ? Oder? Schädellampe. Ah, das ist für die Trophäen. Verstehe. Oh, Vogelhäuschen. Aber ich kann nicht mehr damit zwar Vögel anlocken, aber deswegen noch lange nicht essen. Aber hier haben wir eine Hasenfalle. Fallen. Boote. Ein SOS-Signal. Findet ihr mir Statistiken. Tage überlebt 1. Yay. Herstellung. Ah, hier. Drücke I, um dein Inventar zu öffnen. Und dann kann man zum Beispiel einen Molotow-Cocktail herstellen. Okay. Ja, ich glaube, hier sind wir ja im Wesentlichen durch. Okay. I. Alkohol. Kombinieren.
Stoff. Na, das ist doch gar nicht schlecht. Was kann ich jetzt hier mitmachen? 15 Blätter. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Das sind Klamotten. Die kann ich nur ausrüsten und ablegen. Die Liste. Aha. Ach, das ist die Liste von denen, die ich finden muss noch. Okay. Was kann ich da machen? Da kann ich auch nichts machen. Brennende Waffe. Okay. Okay, ich sehe schon. Ah, jetzt kann ich richtig auch ausprobieren. Die Fehler. Ah, Pfeile. Pfeile. Na, wenn man Pfeile machen kann, dann kann man schon mal einen Bogen machen. Und da noch Steine. Was können wir denn machen? Eine handgemachte Axt. Brennende Waffe. Überzeugt mich jetzt nicht, ich bleib bei der Axt. Aber ich sollte mal so ein bisschen was sammeln, was es so hat. Egal was. Boah, ich habe schon wieder Hunger. Vor allem so Stöcke, Stickies und Steine natürlich auch. Dann sehe ich nämlich ein bisschen, was ich vielleicht mir noch so alles craften kann. Bei Steinen bin ich schon wieder voll, ne? Oder? Nee, schon gar nicht. Okay, dann gucken wir mal. Ein paar Stickies. Können wir auch gleich gucken. Was kann ich denn daraus machen? Schwacher Speer. Schneeschuhe. Eine Zwille. Mhm. Okay, dann wollen wir doch mal. Als allererstes machen wir uns mal den Speer. Nicht schlecht. Kann ich den auch irgendwie werfen? Oh. Aha. Ja, schön. Wo ist das Bambi? Na, vielleicht sammeln wir erstmal noch ein paar Sachen. Noch scheine ich ja über die Runden zu kommen mit allem. Also sammeln wir erstmal noch ein bisschen. Ein paar Blätter. Oh, ein Sticky gibt es auch noch. Okay. Das ist nur Blätter. Das ist ein Sticky. Und noch ein Sticky. Und noch ein Sticky. Jetzt haben wir hier einen Stein. Das bringt mir nicht so viel. Was haben wir hier noch so? Noch ein Stick. Okay. Aha. Ah, das gibt gleich zwei. Ein Vogel. Oh. Ich werde hier angegriffen, wie in die Vögel. Hitchcock. Oh. Das war ich nicht. Wollte ich nicht. Entschuldigung. Kleines Fleischstück. Erstmal sinnlos gegen. Ich kann keine Stickies mehr tragen. Sinnlos gegen den Fels gehauen. Hier nochmal. Ja, ihr Vögelchen. War ich nicht. Die Feder. Okay. Ja gut. Wenn, also ich sag's mal so, wenn das mit den Vögeln immer so läuft, dass ich mich irgendwo hinstelle und dann kommen die so, dann scheint mein Überleben erstmal gesichert. Und Federn lassen die. Jede Menge. Komm her. Zack. War ich nicht. War ein Versehen, Entschuldigung. Okay. Ja, dann gehen wir doch erstmal was essen. Zweites Frühstück hat noch nie geschadet. Kann man schon mal machen. Und dann kann ich mal ein bisschen was craften. Mal sehen, wie das so läuft. Hier erstmal wieder Feuerchen machen.
Und dann schmeiß mal wieder ein bisschen Geld rein. Und dann schnapp ich mir mein Schnitzeli. Da kann ich auch mehrere reintun. Ich mach mal zwei. Mal sehen, ob man von zwei satt wird. Ja, wunderschön. Schön hier. Hier hält man es ganz gut aus. Der Baum ist nachgewachsen. Das ging schnell. Ein Vogel. Neues Tier entdeckt. Okay. Essen. Na, davon werde ich aber nicht satt. Und so einem kleinen Vogel. Na, dann lege ich das dritte Schnitzelchen eben auch noch auf und schmeiß nochmal einen Geldschein hinterher. Und dann sind wir hoffentlich satt. Bambi. So ein Reh müsste natürlich eigentlich ein bisschen mehr Fleisch auf den Rippen haben. Stimmt's? Ich würde vorschlagen, nachdem es da im Hintergrund schön gegen den Felsen läuft, dass ich jetzt hier noch... Oh, der Vogel schwebt auf meiner Behausung. So, eat. Bambi ist noch da. Jo, dann schaue ich doch mal ins Inventar. Hol mein Speer. Werfen war so. So vielleicht? Wie eine Homing-Missile, du. Nur kurz draufgehalten. 3 Meter daneben geworfen, aber getroffen. Okay, erstmal Speer einsammeln. Und dann hier. Zack. Haut abgezogen. Und Fleisch gesammelt. Und die Trophäe. Mhm. Okay. Ein bisschen ekelhaft. Ich leg's mal weg. So. Ja, okay. Und wie sieht das jetzt das da? Oh ja. Ein Berg voll Fleisch. Es gab doch auch so zum Trocknen gab es doch dieses. Das war doch hier bei Essen. Ja, Trockengestell. Na. Da bauen wir uns doch mal eins. Direkt daneben, macht das Sinn? Fertig. So, und jetzt? Ah, mit C kann ich das Fleisch aufhängen. Perfekt. So, und nu? Was war jetzt nochmal? To do. Wo ist das hier? Ah, finde für mich ein Flugzeug. Okay, alles klar. Naja gut, ich bin gestärkt. Und ich habe eine Axt. Ich könnte ja mal wagen, nochmal einen Blick zu werfen bei den Eingeborenen. Vielleicht finde ich da ja irgendwas, was mir irgendwie weiterhilft in Sachen Timmy finden. Mal sehen. Ja, ich stiefel mal hin. Vielleicht vorher mal abspeichern. Vielleicht nicht das Schlechteste. So, und los. Schauen wir mal. Mal gucken. Mal gucken, was uns da so erwartet. Zwei Stickies. Oh, bin ich erschrocken, Himmels Willen. Oh, die sind zu zweit. Das ist nicht geil. Die sind jetzt schon hier.
Ja, ich habe gerade mal einen Tag überlebt und jetzt kommt ihr schon hier entlang gekrochen, tatsächlich. Kann ich mich irgendwo verstecken? Nicht wirklich. Vielleicht in so einem Busch? Geht das? Ich weiß nicht, ob ich mich schon bereit fühle für zwei. Schwierig, schwierig. Und wo sind sie jetzt? Weg. Da bin ich erschrocken. Alter. Plötzlich stehen die da vor einem. Aber immerhin weiß ich jetzt schon mal, dass die bis hierher kommen. Und zwar. Ohne mit der Wimper zu zucken. Gut, ich ahne schon, das wird so nichts. Junge, Junge, bin ich erschrocken. Okay, also gut, dann werde ich mich wohl doch erstmal noch so ein bisschen rüsten. Mal sehen, was man da so machen kann. Vielleicht muss ich mich wirklich noch mal ein bisschen damit beschäftigen, was man so für Sachen craften kann, weil ich befürchte, mit dieser kleinen Axt hier komme ich nicht weit. Das wird interessant, aber schwierig. Interessant, aber schwierig. Na, wir gucken mal. So. Schön. Ja. Dann wollen wir doch mal. Schauen wir mal. Hier haben wir einen Stick. Und da kann ich jetzt draus machen. Eine Keule mit einem Totenkopf, Schneeschuhe, brennende Waffe. Eine Zwille. Mit Stoff. Was ist das? Ah, ein verbesserter Stock. Okay, alles klar. Da sehe ich auch die Eigenschaften von den unterschiedlichen Gerätschaften. Der hat relativ viel Schaden, der relativ wenig. Dafür kann der ganz toll blocken. Und die Axt nicht so richtig. Interessant. Okay, neuer Versuch. Ein Stock. Und ein bisschen Stoff und ein bisschen Isolierband, Klebeband ergibt eine Steinschleuder. Okay, noch ein Stock. Ich würde gerne so einen Bogen machen, aber dafür brauche ich ein Seil. Ich brauche auch für die Axt, brauche ich auch ein Seil. Hier. Sieben mal Stoff ergibt ein Seil. Yay. Und jetzt ein Stock und ein Stein. Da ist sie. Was kann ich damit noch machen? Brennend, vergiftet. Ach, damit kann ich die dann so hochleveln. Verstehe. So, und wie war das jetzt mit dem Bogen? Der Bogen, der Bogen, der Bogen. Ein Seil. Ein Stoff, ein Stick. Ein Seil, ein Stoff, ein Stick. Da ist er, der Bogen. Den kann ich auch noch pimpen. Und dann
Taschenlampe, die ich nicht habe. Okay, ich habe schon gesehen, das wird alles sehr interessant. Jetzt bräuchte ich noch Pfeile, die kann ich irgendwie, das habe ich gesehen, mit Federn. Fünf Federn, habe ich fünf? Ich habe sogar neun. Boah. Sehr gut. Pfeile. Na, da probiere ich doch mal, was man damit so machen kann. Hat hier irgendwas? Ich sprang doch vorhin allerhand. Getier war doch hier vorhin unterwegs. Von Hasen und sonstiges. Gelump. Da würde ich jetzt gerne mal meine neue Waffe ausprobieren. Es quietscht hier irgendwo. Ach, da ist Bambi. Na gut, an dem großen Ziel kann ich es ja auch mal versuchen. Oh, da. Was ist denn das? Der Pfeil oder der Stift? Sag mal. Halt doch mal still. Halt doch mal still, du. Ich hab getroffen, oder? Yay! Ein Pfeil und kleines Fleischstück. Also genauso wie ein Vogel. Okay, wo ist jetzt das Bambi hin? Es wäre zu leicht gewesen. Gut. Kein Bambi mehr in Sicht. Was ist eigentlich mit Fischen? Gibt es hier auch Fische? Bestimmt. Fisch, Fisch. Hallo, ich hätte gerne ein paar Fischstäbchen, bitte. Yep. Na, das läuft doch schon sehr gut mit der Jagd. Bloß noch ein paar Fischis. Hat's aber nicht. Was haben wir hier? Ein Stick. Und ein Stein. Ist wirklich schön, schön atmosphärisch das Spiel. Also so. Geht langsam die Sonne wieder unter, kommt es mir nur so vor. Ja. Dauert noch. Okay, wir schauen einfach mal weiter. Oh doch, jetzt tut sich irgendwas. Der Schatten ist doch gerade gewachsen, oder? Täusche ich mich. Da war nochmal so. Oh. Bleib stehen! Hm? Hallo? Sag mal! Der hat sich hier in den Felsen hinein gerettet. Mit meinem Pfeil. Ich werd bekloppt. Zuma. Gib ihn wieder her. Gib mir zumindest meinen Pfeil. Oh. Okay, okay, okay. Ich ahne schon. Na gut. Na gut. Na gut. Licht und Schatten, würde ich mal sagen, am ersten Tag. Apropos Schatten. Es wird wirklich dunkler. Kann ich hier mir irgendwas bauen? So. Eine Wand? Grundlegende Wand. Ich habe doch nochmal irgendwo so ein Objekt gesehen. Wo war denn das? Hier, Verteidigungswand. Benötigt unendlich viele Stämme. Klingt aber erstmal ganz sympathisch. Wie geht jetzt das? Ja. Wie baue ich jetzt das am besten? Um den Stein herum.
dann würde ich doch mal sagen. Naja gut, es wird schon dunkel. Aber wir haben auf jeden Fall mal ein kleines Bauprojekt vor uns. Morgen bauen wir uns eine schöne Verteidigungswand. Was auch sonst. Wir nehmen mal hier noch zwei Baumstämme mit. Und dann geht's ans Eingemachte. So. Und jetzt zimmern wir das Ding da rein. Und da hinten dieser Baum. Ich muss auch mal die nächsten Tage mal erkunden, was da drüben noch so ist. Weil, wieso gab das eigentlich nur? Ich ahne schon, dass dieser Fels, der schluckt alles, was man so ihm gibt. Eichhörnchen, Pfeile, Stämme. Boah, wird das schnell dunkel hier. Okay. Und er schnauft schon wieder. So. Eins, zwei, drei, vier. Wie viel brauche ich? 10. Naja gut, das kann ich heute noch bauen. Die zwei Stämme verbaue ich auch noch. Und dann schauen wir mal, was wir noch so alles Schönes machen können. Aber heute ist es schon fast zu dunkel, oder? Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Boah, ist das dunkel. Von einem Moment auf den nächsten. Guckt euch das an. Es ist Nacht. Okay, Zeit, schlafen zu gehen. Ich habe zwar ein bisschen Hunger, aber was soll's. In diesem Sinne würde ich sagen, morgen bauen wir ein bisschen weiter. Fangen mal an, uns so ein kleines Camp aufzubauen mit allem drum und dran. Und dann schauen wir mal. Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Ich werde wahnsinnig. Okay, alles klar. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.